Hi, heute möchte ich euch mal Phrase vorstellen. Das ist ein Tool, das mit einer künstlichen Intelligenz und ein paar anderer sehr spannender Funktionen einem dabei hilft, gute SEO-Texte zu schreiben. Wir starten hier, indem wir ein neues Dokument erstellen. Hier haben wir die Auswahl, entweder ein neues Dokument, also einen neuen Inhalt zu schreiben oder einen vorhandenen Content zu verbessern. Beides ist hier möglich. Ich möchte jetzt einfach mal vollkommen neu starten, also bei Null. Hier können wir schon erkennen, dass Phrase besonders auf SEO-Texte optimiert ist, denn wir starten hier tatsächlich mit einer Target-Search-Query, also mit der Suchanfrage, für die der Text später ranken soll. Und damit wir einfach beim Thema bleiben, würde ich als Suchanfrage einfach mal Texte mit künstlicher Intelligenz schreiben, als Suchphrase eingeben. Wir können uns hier, bevor wir jetzt das Dokument erstellen, noch die erweiterten Einstellungen anschauen. Hier ist es ganz wichtig, wenn ihr einen deutschen Text schreibt, also das gesamte Interface ist ja alles Englisch. Ihr könnt aber hier sowohl das Land auf Germany stellen, als auch die Language auf German. Ganz wichtig, sonst macht das natürlich keinen Sinn. So, und jetzt sehen wir schon, was passiert. Hier rechts seht ihr, ist der Tab SERP ausgewählt. Also SERP steht ja für Search Engine Result Pages, also Suchergebnisseiten. Und ihr seht schon genau, was passiert. Er geht quasi die Top-Suchergebnisse von Google durch und analysiert auch die Inhalte der rankenden Seiten. Das Spannende ist jetzt, wir sehen hier, wurden von den Top 20 19 verarbeitet. Auf eine konnte wahrscheinlich nicht zugegriffen werden. Das ist manchmal so, wenn Webseiten beispielsweise eine Bot-Protection haben. Das heißt, ein automatischer Prozess kann die Seite nicht abrufen oder eine Seite ist einfach mal nicht verfügbar oder leer oder hat eine Fehlermeldung, was auch immer. Dann kann es eben sein, dass nicht alle 20 verarbeitet werden können. Dann sehen wir hier Average, also den Durchschnitt, Word Count, 1300 Wörter haben die Dokumente, die eben in den Top 20 ranken im Durchschnitt. Einfach nur als grobe Richtlinie, damit ihr schon mal wisst, ja, wie stark die Konkurrenz ist, wie umfangreich die das Thema behandelt haben. Wir sehen, im Durchschnitt werden 5 Überschriften eingesetzt, also in der Regel sind das H2, also Zwischenüberschriften. Im Durchschnitt sind 2 Links enthalten, 7 Bilder. Und hier sehen wir auch die Domain Authority und die Anzahl der Backlinks. Also ihr seht schon, das ist wirklich ein Tool, was für SEOs, wahrscheinlich von SEOs auch gemacht wurde. Wir bekommen dann auch darüber ein Gefühl dafür, wie stark die rankenden Dokumente oder die rankenden Domains sind, um einfach zu wissen, haben wir überhaupt eine Chance. Also wenn wir jetzt mit einem sehr, sehr neuen Blog starten würden, dann wäre es hier bei einer Domain Authority von 58 mit 42 Backlinks auf diesen Artikel, ja, im Durchschnitt vor allem, wahrscheinlich relativ schwierig. Was wir jetzt hier eben sehen, ist Ranking Nummer 1, ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das kennt ihr vielleicht. Da sieht man auch zu jedem einzelnen Treffer dann nochmal Wordcount, Domain Authority, Anzahl Links. Hier sehen wir eben das Dokument Outline, sprich H1, H2, H3, je nachdem. Und hier sieht man ja schon, dass diese Gliederung oft dann Aspekte oder Unteraspekte von dem Thema ja sozusagen abbilden. Und ich kann jetzt entweder sagen, Paste All Outline, dann übernimmt er mir die quasi und ich habe hier schon mal eine Dokumentenstruktur. Schön ist auch immer, wenn ich jetzt hier über diese Buttons etwas zitiere, dann wird es tatsächlich auch mit einer Quelle und einer Verlinkung versehen. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich auch journalistisch arbeiten, indem ihr einfach einen guten Inhalt oder einen Teil von einem Inhalt eines vorhandenen Artikels einfach zitiert und dann auch wirklich die Quelle angibt. Das ist gutes Arbeiten sozusagen, journalistisch wie wissenschaftlich, seine Quellen auch anzugeben. Das war jetzt nur mal, um euch das zu zeigen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal sozusagen vorstellen, was hier überhaupt geht. Explore Page brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Dann kommt ihr halt auf diesen Artikel. Hier seht ihr dann Spiegel auf 2, T3N auf 3 und so weiter. Oh, okay, hier ist sogar von Search One, also ein Artikel von mir selber. Der rankt derzeit schon auf Platz 5. Da habe ich ja verschiedene GPT-3-Text-Generatoren getestet. Das heißt, ich habe schon ein Ranking zu diesem Text. Jetzt könnte ich mich dafür entscheiden, diesen Text auf einer weiteren Plattform oder Domain zu veröffentlichen. Oder in meinem Falle würde ich den jetzt als Gastbeitrag schreiben. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einen guten Inhalt, der dann als Gastbeitrag auf einer fremden Domain veröffentlicht wird und vielleicht sogar zu meinem bereits auf Platz 5 rankenden Artikel vielleicht auch noch in die Top 10 kommt. Ihr könntet jetzt ein automatisiertes Briefing erstellen. Wenn ihr den Text beispielsweise jetzt extern schreiben lassen wollt, über eine Texter-Plattform oder Freiberufler, dann könntet ihr hier auch so eine Art automatisiertes Briefing erstellen. Dann könnt ihr auch sagen, die Guidelines, People Also Ask, diese ganzen Module, die ich euch gleich zeige, die könnt ihr da aktivieren. Ich kann zum Beispiel auch Questions und Statistischen und Hyperlink. Ich mache jetzt einfach mal alle Module an, damit ihr seht, was daraus dann entsteht. Jetzt generiert Phrase quasi dieses Texter-Briefing. Und jetzt seht ihr halt auch schon, das ist natürlich ein englischer
ja ein englisches Template. Ihr müsst jetzt das Ziel des Textes schreiben, die Target Audience, also die Zielgruppe, die Deadline, bis wann das Ding fertig sein soll. Ja, so Sachen wie der Project Owner. Target Word Count, das ist eben genau dieser durchschnittliche Wert von hier 1300 ungefähr, so 1285. Target Heading, so. Ich meine, man kann sich jetzt die Frage stellen, ist es sinnvoll, so viel zu schreiben wie im Durchschnitt? Ich bin immer der Meinung, man sollte sich nicht zu stark an solchen Punkten aufhängen. Es gibt, finde ich, eine grobe Orientierung. Der Text darf auch gerne ein bisschen kürzer, gerne ein bisschen länger sein. Wichtig ist halt, dass er sinnvoll ist. Also, dass wir jetzt nicht irgendeinen Quatsch reinschreiben, nur damit wir die Anzahl der Wörter nochmal erhöhen. Das ist auch ein Problem, wenn ihr Texte auf Wortbasis einkauft, sprich über die klassischen Texter-Plattformen. Da zahlt ihr dann so und so viel Cent pro Wort. Und dann hat der Texter natürlich immer eine Incentivierung, mehr Wörter zu verwenden, als er eigentlich bräuchte. Sprich, Texte, Sätze aufzublähen mit unnötigen Füllwörtern und so weiter. Und dann werden die Texte in der Regel dadurch nicht besser und auch oft schwer lesbarer. Von daher, ja, verzichte ich gerne auf sowas. Oder arbeite eben mit Textern, die wissen, dass es mir sehr wichtig ist, dass sie keine Füllwörter verwenden. Ihr seht jetzt auch hier, wird die gesamte SERP quasi kurz nochmal zusammengefasst, also wer da rankt, auch immer mit den Links, dass der Autor oder die Autorin dann die Quelle eben einsehen kann. Also es hilft einfach bei der Vorrecherche. Top 20 Topics, das sind quasi die Begrifflichkeiten, also das sind hier so N-Gramme, also immer Zwei-Wort-Kombinationen, die einfach am häufigsten auftauchen in diesen Texten. Ja, dann versucht das Tool auch so Cluster zu erzeugen, also Sachen, die eben häufiger vorkommen, sowas wie erzeugte Texte, generierte Texte, komplexe Texte, menschliche Texte, alles unter dem Thema künstliche Intelligenz. Das sind ja hier so Flexionen. Outliers sind quasi Sachen, die rausstechen. Dann die ganzen Überschriften, dann Fragen dazu, also sowohl Fragen, die im Suchergebnis mit diesem FAQ-Snippet als strukturierte Daten ausgezeichnet wurden. Besonders spannend finde ich den Bereich Statistics. Hier sieht man, dass Sätze, die Zahlen enthalten oder eben auch Sätze, die auf dem Artikel, der rankt, mit einer Quelle hinterlegt sind. Zum Beispiel hier, das ist aus meinem eigenen Artikel, deshalb weiß ich, dass ich hier Search Pilot verlinkt hatte, weil es eben eine Aussage von Will Critchlow war. Das wird hier sozusagen als Statistiken zusammengefasst. Das heißt, ich habe hier eine sehr, sehr schöne, sehr schnelle Übersicht über Dinge, die ich eben verwenden kann in meinem Artikel. Natürlich dann bitte mit Quellenangabe. An der Stelle wird es euch übrigens auch helfen. Also auch Google sieht externe Links zu hochwertigen, weiterführenden Inhalten natürlich als positives Signal. Es ist nicht so, dass ihr durch das Herausverlinken irgendetwas verliert oder dass euch der Link-Juice da irgendwie abfließt. Das ist alles Quatsch. Sondern es ist tatsächlich ja auch für den Leser besser, wenn er dann eben nochmal auf der Quelle vielleicht tiefer oder noch tiefer in das Thema einsteigen kann. Hier seht ihr bei External Links nochmal eine Zusammenfassung. Alle verlinkten Seiten aus diesen Top 20 rankenden Artikeln. Das sind ja auch potenziell ja weiterführende Inhalte oder Quellen, die auch bei der Recherche mit einbezogen werden sollten. Und so sieht eben dieses Briefing aus und es hilft einfach sehr viel Zeit zu sparen, weil einfach der Autor nicht oder die Autorin nicht selber zu Google gehen muss, sich nicht die Top 20 rausklicken muss, dann selber gucken muss, sind da irgendwo Fragen, sind da irgendwo Statistiken, sind da Quellen, sondern es wird hier sozusagen einem diese ganze Arbeit abgenommen und man kann sehr schnell hier drüber lesen und bekommt dann auch von dem Thema, wo man vielleicht nicht so viel Ahnung hat, ja eine sehr, sehr gute Übersicht über die wichtigsten Aussagen. Als nächstes gibt es hier das Tab Optimize. Das schauen wir uns erst später an, weil da geht es darum, einen vorhandenen Text zu optimieren. Ich kann den zwar jetzt aufrufen, dann würden sich diese Optimierungsvorschläge allerdings auf mein Briefing hier beziehen, das ja generiert wurde. Und hier will ich ja eigentlich meinen Text haben. Was ich euch aber noch zeigen möchte, ist das Tab Questions, also Fragen. Hier seht ihr auch Fragen aus der SERP, also aus der Suchergebnisseite. Dann könnt ihr die People Also Asks Box von Google, die auch in den Suchergebnissen häufig eingeblendet werden, die könnt ihr eben auch auslesen. Dann seht ihr auch häufige Suchanfragen, die eben in Zusammenhang stehen mit einer KI schreiben. Könnte zum Beispiel jetzt ein weiteres ja, Suchwort sein, was ich vielleicht in der Überschrift, im Titel oder in dem neuen Text noch mit abdecken könnte. Dann könnt ihr auch die Q&A-Plattform Quora, die kennt ihr wahrscheinlich, die ist sehr, sehr stark verbreitet im amerikanischen Raum oder generell im englischsprachigen Raum, funktioniert für Deutschland aber auch mittlerweile relativ gut. Und da findet ihr eben zu eurem Thema auch Fragestellungen, die ihr natürlich dann im Text beantworten könnt. Oder das Ganze auch bei Reddit. In dem Falle, Reddit ist sehr stark auf den amerikanischen oder englischsprachigen Raum ausgerichtet. Findet ihr zu Texten mit künstlicher Intelligenz keine Fragen. Der nächste Tab ist dann der AI Writer.
Hier habt ihr die Möglichkeit, oben Templates auszuwählen. Die habe ich in meinem Artikel ja schon mal kurz vorgestellt. Wir werden, um unseren Text dann zu schreiben, uns hier verschiedener Templates immer wieder bedienen. Wir könnten zum Beispiel jetzt einfach mal anfangen. Ich muss jetzt erstmal das Briefing wieder löschen. Ich kopiere mir ganz gerne das Briefing nochmal in ein separates Dokument, zum Beispiel ein Word-Dokument, weil ich dann die Statistiken im Text wieder verwenden kann. Ich habe dann hier auch schon richtige Links drinnen, das macht es einfach einfacher. Ich kann es dann wieder reinkopieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben hier solche faktischen Zitate verwenden möchte, habe hier auch schon mal meine Questions. Also das hebe ich mir immer auf, das Briefing sozusagen, das schmeiße ich nicht weg. Aber das hier ist ja jetzt mein Editorbereich, in dem ich meinen Text schreiben möchte. Und am einfachsten starte ich mit einer sogenannten Blog-Introduction. Also da steht ja schon Introduction for your Blog Posts. Ich kopiere mir dafür die Überschrift oder den Titel. Geh dann auf die Blog Introduction. Wenn ihr hier über dieses Template-Tab die Funktionen aufruft, bekommt ihr zu jedem dieser Templates immer nochmal eine Erklärung. Also was Phrase generieren wird. Das ist hier eine Einleitung für einen Blogpost und auch eine Anleitung, wie man dieses Template benutzt. Also write a title and Phrase will write an introduction. Wir sollen jetzt hier einen Titel eingeben, damit Phrase eben eine Einführung schreiben kann. Lasst euch davon nicht verwirren, sondern ihr könnt hier tatsächlich in Deutsch einfach etwas eingeben. Wir haben ja vorhin sowohl das Land als auch die Sprache auf Deutsch und Deutschland gestellt. Und jetzt haben wir hier unten einen Schieberegler. Der nennt sich hier Creativity. Also wie kreativ, wie frei darf der generierte Text sozusagen sein? Ich würde immer empfehlen, probiert verschiedene Sachen aus. Also ich generiere jetzt hier einfach mal mit Creativity 1 eine Introduction. Dann seht ihr hier unten Thinking. Die Maschine fängt an zu denken sozusagen, also arbeitet. Und jetzt sehen wir hier, dass wir schon eine komplette Einleitung geschrieben bekommen haben. Also Texte mit künstlicher Intelligenz schreiben. Das war sozusagen der Titel, der wurde einfach nochmal ausgegeben, den lösche ich. Künstliche Intelligenz gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie wurde erstmals in den 1950er Jahren verwendet und dann in den 80er populär. Künstliche Intelligenz wird auch als KI bezeichnet. Also ihr merkt schon, das ist jetzt eine sehr klassische Einleitung, dass man auch erstmal ein bisschen Kontext gibt. Wie lange gibt es das schon? Was ist das überhaupt? Also auch hier Begriffsklärung. KI ist ein Computerprogramm, das menschliches Denken und Lernen nachahmt. Das Hauptziel von KI ist es, intelligente Maschinen zu schaffen, die wie Menschen denken und lernen können. Also das ist eine sehr, sehr schöne, kurze Erklärung, was KI eigentlich ist. Heute wird KI in fast allen Lebensbereichen eingesetzt und selbst von den Autos bis hin zu Smartphones ist KI überall. Sehr schöne Überleitung. Jetzt würde ich nochmal sowas erwarten. So, mittlerweile lassen sich auch Texte mit KI schreiben oder so. Ihr seht hier schon, in diesem Artikel werde ich Ihnen 10 erstaunliche Anwendungen von KI teilen. Diese generierte Einleitung will auf ein etwas breiteres Thema heraus. Ich könnte jetzt sagen, oh, ich finde den Vorschlag so cool. Ich mache daraus tatsächlich jetzt einen Artikel, 10 erstaunliche Anwendungen von KI. In meinem Fall möchte ich aber jetzt bei dem ursprünglichen Ziel bleiben. Das heißt, ich würde das jetzt einfach löschen. Und was ich jetzt ausprobieren kann, ist entweder darunter nochmal mit einer etwas höheren Kreativität. Wir gehen jetzt mal, um das Extrembeispiel sozusagen zu zeigen, jetzt mal auf 5 von 5. Und schon kommt der Text. Künstliche Intelligenz gibt es seit Jahrzehnten. Okay, das haben wir schon hier. Es wurde für verschiedene Zwecke verwendet von Filmen. Ah, okay, das ist eigentlich ganz schön. Das hier würde ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja auch kombinieren. Das ist das, was mir hier gefehlt hat. Von selbstfahrenden Autos bis hin zu überall. Wir könnten jetzt hier auch daraus machen, es wird mittlerweile, es würde ich als nochmal künstliche Intelligenz hier wiederholen. Damit es auch klarer wird, künstliche Intelligenz wird mittlerweile für verschiedenste, würde ich mal machen, Zwecke verwendet, von Filmen und Spielen bis hin zum Raschen und so weiter, ist es mittlerweile sogar möglich, mittels künstlicher Intelligenz Texte zu schreiben. So, jetzt habe ich sozusagen meine Bridge gebaut, meine Brücke hin zu meinem eigentlichen Thema. Ja, dann können wir mal gucken, was sonst noch generiert wurde. Künstliche, das hatten wir schon. So, aber das Besondere ist ihre Lernfähigkeit. Im Gegensatz zu Menschen, denen jede einzelne neue Fähigkeit da muss ich sagen, das ist so ein typisches Beispiel. Dieser Satz klingt plausibel und er ist statistisch gesehen, wie gesagt, hier über diese Maschine generiert, aber er stimmt nicht wirklich. Das heißt, es können sein, dass er faktische Dinge generiert, genauso wie dieses 1950er, 1980er Jahre. Ihr müsst das unbedingt überprüfen. Also statistisch gesehen
war sozusagen es plausibel, 1980er, 1950er Jahre zu verwenden. Es kann aber tatsächlich sein, dass hier auch Quatsch vorkommt. Also gerade faktische Informationen, wenn die generiert werden, auch Namen, Orte, Positionen, Daten, müsst ihr immer prüfen, weil die Maschine ist nicht dafür optimiert, Fakten korrekt wiederzugeben, sondern Text zu schreiben, der im Prinzip statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist zu einem Thema. Und genau das ist eben falsch. Also im Gegensatz zu Menschen, denen jede einzelne neue Fähigkeit beigebracht werden muss, kann KI selbstständig lernen. Es ist ja genau andersrum. Also ich muss eine KI, die muss ich für jede einzelne Aufgabe neu trainieren. Und wir Menschen sind ja in der Lage, aus verschiedensten Situationen die verschiedenste Dinge zu lernen. Also den Satz würde ich einfach, wir könnten den jetzt umbauen, dass die Aussage eigentlich über Menschen ist, aber ich finde an der Stelle, es führt zu nichts, ich nehme den einfach raus. Das ist das Schöne, ihr generiert ja, ihr habt ja schon gesehen, wie schnell es geht, Texte zu generieren. Deshalb, es tut auch hier nicht weh, einfach Texte, die einfach ja euch irgendwo, warum auch immer, manchmal ist es nur so ein Bauchgefühl, nicht angemessen erscheinen, schmeißt den Satz einfach raus, generiert einen neuen, arbeitet weiter. So, dann steht hier, KI ist auch sehr intelligent und kann tatsächlich Texte schreiben, ohne dass ein Mensch sie anleiten muss. Tatsächlich kann es sogar besser schreiben als Menschen. Okay, stopp. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Beispiel sehr. Es ist eben dieses Creativity 5 sozusagen. Das kann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in so eine Richtung gehen, wo die Aussagen auch nicht mehr zutreffen. Aber ich finde, es ist eine gute Basis, das umzuschreiben. Da mache ich jetzt einfach drauf. Moderne KI-Systeme sind heutzutage, oder wir machen erscheinen heutzutage intelligent und mit Technologien wie GPT-3, das ist eben dieses künstliche neuronale Netzwerk, was hier auch in Phrase steckt, können, lassen wir das mit weg, und Technologien wie GPT-3 können tatsächlich Texte schreiben, die so aussehen, als wären sie von einem Menschen geschrieben. Dieser tatsächlich kann es sogar besser schreiben als Menschen. Man könnte natürlich daraus machen, es gibt Menschen, die nicht besonders gut schreiben können und eine künstliche Intelligenz kann helfen, dass auch diese Menschen Texte schreiben und so weiter. Aber das, wie gesagt, einfach löschen. So, ich rede von KI-Bots oder Chatbots. Chatbots sind Programme. Okay, ich will hier nicht auf Chatbots raus. Das ist auch wieder was. Durch die Creativity 5 ist jetzt hier der Text sozusagen in die Richtung von Chatbots ein bisschen abgebogen. Deshalb 5 war jetzt das Extrembeispiel, ist schon sehr weit. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit 2 oder 3. So, aber als Einleitung finde ich, ist es eigentlich jetzt auch schon genug und auch gut. Wir haben, wie gesagt, eine allgemeine Einführung in das Thema bis hin zu einer Überleitung, wo der Text eben hinaus will. So. Wir könnten jetzt, wenn ich einen Ratgeberartikel schreibe oder vielleicht auch eine Wiki-Seite, könnte ich hier noch eine Definition einbauen. Ich fand jetzt diesen Halbsatz oder diese 2 Sätze, es ist halt sehr wenig, aber finde ich eigentlich schon ganz gut. Wir könnten nur einfach mal testen, diese Definition aussehen würde und dann entscheiden, ob wir die im Text drin lassen oder nicht. Künstliche Intelligenz ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Technologien, die Computer und die Fähigkeit für den Ausbau. Ja, das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Definition. Vielleicht machen wir hier einfach einen Einschub draus. Definition. Was ist künstliche Intelligenz? Also die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Die würde ich jetzt mal drin lassen. Ich probiere es nochmal, um euch, wie gesagt, diesen Kreativitätsregler nochmal zu demonstrieren. Gehen wir nochmal aufs andere Extrem mit Kreativität 5. So, und dann seht ihr auch schon, hier ist es sehr, sehr allgemein. Und bei Kreativität 5 geht es dann häufig in die Aufzählung sehr konkreter Beispiele. Also dann geht er tiefer sozusagen im Semantikbaum, bleibt nicht auf der allgemeinen Definition, sondern nennt Beispiele. Das kann eben manchmal sehr, sehr gut sein, manchmal ist es aber auch nicht gewollt. In dem Falle, es ist jetzt nicht falsch, aber ich lasse es jetzt einfach mal mit raus. So. Dann schauen wir uns nochmal die weiteren Templates an. Um jetzt diesen Artikel zu schreiben, würde ich dieses Outline-Template verwenden. Also im Prinzip, ihr gebt einen Titel ein und ihr bekommt eine Liste von Aspekten in eurem Artikel. Ich kopiere jetzt einfach mal den Text, den Titel rein. Wir starten erstmal mit Kreativität 1. So, und jetzt seht ihr schon,
So könnte eine mögliche Artikelstruktur aufgebaut sein, dass erstmal man sagt, was ist künstliche Intelligenz, was ist maschinelles Lernen, was ist NLP, also Verarbeitung natürlicher Sprache. Das ist auch ein guter Hinweis. Ich habe bisher in der Definition, hier fehlt übrigens ein I, das habe ich gerade nur gesehen. Ja, erstmal diese drei Begriffe zueinander abgrenzen, dann Textgenerierung, Textzusammenfassung, Textklassifizierung, das sind alles Anwendungsfälle, Textabruf, Textübersetzung und am Schluss erst die Textgenerierung, die sich auch hier doppelt. Das ist mir ja ein bisschen zu allgemein. Also ich möchte ja hier ganz konkret auf die Anwendung von Phrase hinaus. Das heißt, Textklassifizierung ist ein ganz anderer Anwendungsfall. Textabruf ist ein ganz anderer Anwendungsfall. Zusammenfassungen kann dieses Tool auch natürlich, das macht Sinn. Mir geht es aber hauptsächlich um Textgenerierung. Deshalb würde ich jetzt in dem Falle auch, Übersetzung macht keinen wirklichen Sinn. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr umfangreichen Artikel schreiben möchte, also so eine richtige Pillar-Page, wie man so schön sagt, oder eben alles andere sozusagen mit schierer Informationsdichte und Masse auch erschlagen möchte, dann würde ich jetzt wirklich anfangen, nach Definition, was ist künstliche Intelligenz, noch über maschinelles Lernen zu schreiben, über Verarbeitung natürlicher Sprache, wobei NLP ist ein anderer Aspekt in der künstlichen Intelligenz. Da geht es ja wirklich darum, Verben als Verben zu erkennen, Satzstrukturen zu erkennen. Diese Methode GPT-3 hier, die funktioniert ganz anders. Deshalb würde ich das einfach weglassen. Maschinelles Lernen wäre etwas, das könnten wir uns nochmal über eine Definition hier holen. Gehen wir nochmal zurück auf das Definition Template und fügen hier mal maschinelles Lernen ein. Machine Learning ist ein Studiengebiet, das Computern die Fähigkeit gibt zu lernen, ohne programmiert zu werden. ML kann verschiedene Zwecke einschließlich Mustererkennung, Vorhersage, Klassifizierung. Genau, okay. Probieren wir es mal mit einer etwas höheren Kreativität. Das ist etwas knackiger. Jetzt wird es noch knackiger. So, dann machen wir wieder so einen Best-of-All-Ansatz, finde ich immer ganz schön. So, das finde ich sogar noch besser, den ersten Satz, weil er eben sagt, Machine Learning ist ein Feld der künstlichen Intelligenz. Also nehmen wir dieses Studiengebiet raus. Machine Learning ist ein, Feld ist eigentlich ganz gut. Ich würde gerne das Wort Feld ersetzen durch etwas, das mehr darauf abzielt, dass es eben ein Unteraspekt ist oder ein Teilbereich. Genau, ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Wir könnten auch hier mal versuchen, es gibt hier ein Template für Metaphern und Analogien. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Für eine Metapher eben für maschinelles Lernen. So, das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend. Wenn Sie eine Maschine haben, die darauf trainiert wurde, Katzen zu erkennen, können Sie ja jedes Katzenbild füttern. Sie werden Ihnen sagen, wenn Sie einen Algorithmus haben, dann nächste Zahl einer Folge. Wow, also da könnte ich jetzt tatsächlich eine Liste von Beispielen daraus machen. Beispiele für maschinelles Lernen. Und daraus könnte ich eine H3 machen. Hieraus könnte ich zum Beispiel eine Bullet Point Liste machen. Wir gucken mal, ob wir da noch ein bisschen mehr rauskitzeln können mit einer höheren Kreativität. Also hier merkt ihr jetzt schon, jetzt wird die Kreativität teilweise bis ins Absurde getrieben. Es ist wie ein Haus bauen, man fängt mit einfachen Steinen an und fügt weitere hinzu, bis es ein schönes Zuhause wird. Das kann aber bei anderen Themen, die jetzt vielleicht nicht so technisch sind, kann es sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Und hier kommen teilweise wunderschöne Analogien raus. Deshalb finde ich, auch wenn es sich hier um eine künstliche Intelligenz oder ein Programm eigentlich handelt, dass es eine sehr, sehr schöne Art, eine kreative Art des Schreibens ist, weil wir, wie als würden wir mit einem zweiten Autoren oder sogar einem ganzen Team von Autoren zusammensitzen. Jeder gibt seine Ideen rein und wir verwenden einfach nur das Beste davon oder eine Idee des einen bringt den nächsten wieder weiter oder bringt mich selbst weiter auf eine neue Idee, auch etwas zu erklären. Also mir macht es sehr viel Spaß, sozusagen den Text hier, wie
wie ein Tongefäß zu formen und Dinge auch umzustellen, die Reihenfolgen zu ändern, mich zu entscheiden, weiter in die Tiefe gehen zu gehen oder eben nicht. Der Satz macht natürlich nicht wirklich viel Sinn, aber den letzten finde ich gar nicht schlecht. Maschinelles Lernen sucht nach Mustern in Daten. Es ist so, als würde sich ein Bild von einem Sonnenuntergang ansehen und versuchen, eine Skizze der Wolken zu zeichnen. Das ist wirklich, das ist ja fast schon lyrisch hier, ein schönes Bild von maschinellem Lernen. Also ich habe jetzt in dem Video natürlich nicht die Möglichkeit, euch all diese Templates zu zeigen. Ihr solltet die auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Also ich möchte jetzt einfach nochmal zeigen, wie ich diesen Text jetzt abschließen würde. Der ist natürlich noch nicht fertig, aber einfach, sonst wird das Video hier auch zu lang. Ihr könnt auch einfach mal probieren, ein Paragraph Finisher. Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht immer mit diesen Generatoren arbeiten, sondern ihr könnt quasi von dem Text, den ihr hier habt, ihn weiterschreiben lassen. Also mit Paragraph Finisher könnt ihr quasi einen Satz vorgeben und der Paragraph wird dann abgeschlossen, oder ein Paragraph Rewriter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Satz aus einem Artikel übernehmen wollt, weil der einfach sehr gut ist, könnt ihr den hier umschreiben lassen. Ich könnte zum Beispiel eben aus der SERP hier direkt mir mit Explore Page die Seiten halt auch angucken, kann dann hier diesen Satz zum Beispiel übernehmen. Dann hat er den gepastet, sogar auch mit Source. Wir probieren es einfach mal aus, dass ihr mal sieht, wie das funktioniert. Diesen Text hier will ich jetzt über das Template rewriten. Gucken wir mal, echte Texte schreiben, ob Poesie, Kommentar, okay, das ist noch sehr nah am Original. Ich würde jetzt hier tatsächlich mal die Kreativität, deshalb ich sage ja, oder habe vorhin schon gesagt, ich arbeite gern mit 2 bis 3, dass es sich nicht zu stark am Original orientiert. Wow, den finde ich richtig gut. So, dann schmeißen wir das nochmal weg. Dieser Text ist ja einfach nur ein Beispiel, dass ihr mal seht, was überhaupt möglich ist. Ihr müsst natürlich dann selber einen Erfahrungsschatz aufbauen, für welche Themen in eurem Bereich, welche Funktion am besten funktioniert, wie ihr am besten zum Ziel kommt. Wir können uns auch einfach mal zu dieser Fragestellung hier zum Beispiel Perspektiven von unterschiedlichen Leuten sozusagen generieren. Gucken wir mal, der erste Schritt beim Schreiben einer Geschichte. Okay, das geht hier in eine völlig falsche Richtung. Wir probieren mal, die Kreativität runterzuziehen. Es kann sein, dass die Maschine das einfach nicht versteht, dass es zu abstrakt ist. Ja, das sehe ich jetzt hier schon auf den zweiten Versuch. Das ist zu komplex sozusagen, dass wenn eine künstliche Intelligenz wie ein Mensch schreibt, wird sie zum Problem. Ich müsste das jetzt tatsächlich einfach in einfachere Worte verfassen. Also zum Beispiel stellt künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die Menschheit dar. Sowas wäre vielleicht besser. So, jetzt haben wir hier ein sehr, sehr schönes Statement. Also es ist tatsächlich eines der beliebtesten Themen der Wissenschaft, das stimmt. Es ist aber auch eines der umstrittensten, das stimmt auch. Es gibt viele verschiedene Arten der KI, schmale und allgemeine KI, das stimmt. Narrow AI und General AI, sehr, sehr gut. Einige Leute glauben, dass wir keine KI bauen sollten, weil sie sich gegen uns wenden können. Das ist richtig. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, wie man mit diesem Template einfach sozusagen Meinungen über bestimmte Themen generieren kann. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Passt allerdings, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich in diesen Artikel, weil hier geht es darum, Texte zu schreiben. Wenn ich jetzt speziell auf Risiken hinaus möchte, die im Zusammenhang mit maschinellen erzeugten Texten, da könnte man ja auch sowas machen wie Fake News generieren oder Plagiate oder dass wir irgendwann vielleicht keine menschlichen Texter mehr brauchen und so weiter. Da müsste ich ihn hier nochmal in eine etwas andere Richtung lenken. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie tolle Perspektiven hier dieses Template generiert. Von daher ist meine Empfehlung auf jeden Fall, probiert hier alle Templates mal aus, versteht, was sie tun, um dann, um euren Artikel zu schreiben, immer sozusagen die richtige Funktion aufzurufen, um einen sehr, sehr guten Text zu erstellen. Und es fühlt sich natürlich jetzt
etwas komplexer an, als einfach nur einen Knopf zu drücken und zu sagen, generiere mir einen Text. Aber ihr merkt schon, es ist mehr ein Werkzeug für einen Texter, als dass es den Texter ersetzt. Und mir macht es, wie gesagt, sehr viel Spaß, weil ich einfach mir durch diese SERP-Funktion viel Zeit spare in der Recherche. Ich auch, ja, sag ich mal, kreative Ideen, andere Blickwinkel und auch Ideen für Themen bekomme, um dann einfach zu sagen, übernehme ich nicht, ändere ich vielleicht die Reihenfolge oder diesen Aspekt, da habe ich selber noch gar nicht dran gedacht, ja cool, dazu mache ich nochmal einen Absatz oder hey, das ist sogar ein Thema vielleicht für einen neuen Artikel. Also ihr könnt ja sehr, sehr viele coole Dinge machen. Ihr könnt auch so Sachen wie Pro und Contra listen. Also wir könnten jetzt in den Artikel noch einen Absatz einfügen, der die Vorteile und die Nachteile diskutiert. Bei Related Topics kann man schauen, was sozusagen links und rechts noch von diesem Thema ist. Also es ist wirklich ein reichhaltiger Schatz an, wie ich finde, sehr, sehr kreativen Werkzeugen, Texte zu schreiben. Also ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr merkt schon, es macht mir großartige Spaß. Von daher probiert es einfach mal aus. Schaut euch diese ganzen Templates an und viel Spaß beim Schreiben mit Phrase.